Oh, das ist ein echt interessantes. Oh, das ist ja mal so ein Fernsehkonzept. Die senden immer so Scheiße. Boah, hier ist ja voll das neue Autobahnkreuz, ey. Voll geil, gell? Ja, ja, voll. So kleeblattmäßig. Oh, sogar ein vierblättriges. Das bringt uns bestimmt Glück für unsere weitere Aufnahme. Ja, man kann aber auch anders außer Kleeblätter das bauen. Ja, Autobahn-Vierecke kannst du auch bauen. Genauso viereckig einfach. Oder so Riesenkreise, so City Skylines Riesenkreise mit so 1000 Straßen. Ja, wenn ich da bei dir zugucke manchmal, ne? Was der für eine Scheiße baut. Was hat er jetzt wieder vor? Eine Brücke über eine Brücke oder noch eine unten durch? So wie, du musst den Nippel durch die Lasche ziehen. Genau. Und dann die kleine Kurve ganz, ganz wichtig, sehen. Die kleine Kurve rausholen. Da erscheint so von einem Pfeil und den Draht drücken sie dann drauf. Und schon geht das Autobahnkonzept auf. Aber ihr immer irgendwelche anderen Dinge habt, ne? Glühbirnen, Fischgräten, Herzen. Ja, das ist auch alles schon geskriptet. Also das überlegen wir uns vorher auch immer schon. Das ist ganz wichtig, dass das ja nicht spontan ist. Bald sitzen die beiden da wieder im Let's Play und essen Baumkuchen. Boah. Hast du mich jetzt aber nicht 90? Doch. 190. Genau. 91 drin. 90 mal 10 hoch irgendwas. Da, jetzt war ich wieder 90. 95. Bringst du voll ab, ey. Volle Pulle. So, 90. Ich will auch mal wieder vorne sein, weißt du? Okay. Will aber. Das ist schon interessant, ne? Jetzt haben wir schon so früh angefangen und ich werde echt müde. Ja, das ist echt mit Aufnahme. Ich habe auch gerade gedacht, so guckst auf die Uhr, denk mir, okay, es ist fucking 20 vor 9. Mhm. Und ich denke mir so, ja, okay. Ja. Jetzt sind wir gleich da, dann gehen wir schlafen. Ja, so in der Art, echt. So, guckst auf die Aufnahmezeit, so 2 Stunden und würde mehr. Würde ich so, auch glatt machen. Deswegen habe ich auch vorhin gesagt, ich mache meinen Kaffee. Dann kann ich danach nicht mehr schlafen. Noch dichter auf meinen Auflieger auffahren. Ich fahre gar nicht so dicht auf. Alles ist gut. Oh, was gluckern wir mal, was? Ich habe gerade die Meterabstände gesehen. Das war nicht weit. Wie viel waren es? 30. Mehr als genug. Ich auf bin, Brücken, bin vom Carsten 55 Meter weg. Boah, so weit? Ja. Hm. Okay, jetzt nochmal auf die Meterabstände. Nee, jetzt ist aber der Josh zu nah am Julian dran. Ich hab da ja kein Problem mit Josh. Ja, wenn ich dir drauf war, dann schon. Nö. Oder deine Auflieger auf den Aufliegern habe ich was dagegen. Achso, ich dachte gerade echt, da käme einer von der Auffahrt auf die Auffahrt draufgefahren. Auf die da. Das ist einfach der Josh mit seinem übertriebenen Fernlicht die ganze Zeit hinter mir. Hä, ich will einfach nur was sehen in dem Video. Baustelle. Das ist einfach schwarz. Eine einspurige Baustelle. Das hatte ich vorher auch, deswegen bin ich so komisch. Wo die Schilder mitten auf der Straße stehen vorher. Also wer die Baustelle so aufbaut, ne, der gehört erschossen. Lass mal, fährst du noch am Standstreifen? Hast du die wirklich so aufgestellt? Jo. Ja, nee, Carsten will Matt Bauer von SES töten. Die stehen mitten auf der Straße. Okay. Ist auch super. Guck mal, neue Tankstellen. Ich hatte haben das noch nicht freigeschaltet. Ach so. Ja, aber die Straße hast du auch noch nicht freigeschaltet. Aus. Doch, da war ich schon mal. Nein. Da war der echt schon mal ohne uns hier. So, da kommt einer. Wollte mir halt dieses Norddeutschland mal angucken, da bin ich schon mal nach Leipzig gefahren irgendwie. Happe. Nach Leipzig ist er gefahren. Ja, das ist richtig, dass die Drucker bauen. Und Multifunktionsgeräte. Ja. Und Laptops. Dreieck Hafeland kommt. Und All-in-One-Rechner. Stimmt. Dann sind wir gleich bei Potsdam in der Nähe. Dreispurig wird's. Potsdam. Yay. Potsdam ist ein schönes Land. Das war doch ein Lied über Potsdam, also. Stimmt. Ja, und wir müssen ganz rechts abbiegen. Passt, Josh, passt. Ja, passt schon, gell. So ein bisschen Ungenauigkeit, das ist tolerierbar. Leipzig, Magdeburg, Berlin Zentrum. Nächster Halt, Berlin Zentrum. Oh, mit 4. Alter Finne, das ist ja 3 plus eine extra Ausfahrtsspur. Ja. Cool, ne? Also früher hätte es das nicht gegeben. Nee. Wir hatten damals also sowas nicht. Früher wären wir jetzt auch schon auf der anderen Autobahn. Da wäre mal eben eine ganz steile Kurve und. Genau. Ja, das stimmt. Fertig. Da wärst du jetzt echt schon drauf gewesen.
Und wieder wechseln. Nach Spandau! Spandau! Haben wir um sie! Ja! Witzig. Berlin-Spandau, ey. Voll witzig! Voll witzig! Komm, fahren wir kurz die 92. Jörg, finde ich das. Zur Stadtgrenze. Das Zentrum. Ah, jetzt steht da nicht mehr Spandau. U-Bahnhof Rathaus Spandau. Umsteigemöglichkeit zu den U-Bahn-Linien sowie zu den S-Bahn-Linien. Und zum Fern- und Regionalverkehr und zur Gieselbäckerei. Nicht am U-Bahnhof Rathaus Spandau. Ja, aber am Rathaus Spandau. Spandau? Nee. An dem Fernbahnhof stimmt, das ist egal. Das heißt, der Spandau Fernbahnhof nicht, oder? So irgendwie? Ja. Ist egal. Keine Ahnung, wie das heißt. Ja, das ist ja Käsekuchen. Umsteigemöglichkeit also zu den ne? S-Bahn-Linien, zu den Stadtbahn-Linien, sowie zu den Autobahn. Anderen Buslinien. Wir fahren 90. Nee, die anderen da, einfach, aber irgendwelche anderen. Ach egal, ja, das sagen sie in Dortmund immer, sowie zu den anderen Buslinien. Da fahren wir 70, Carsten sagt was. 70, oder? Weil das 70. Schlimmste finde ich echt immer noch die neue Ansage für Dortmund Universität. Weil die sagen dann immer, Umstieg zur H-Bahn in irgendeine Richtung. Aber in irgendeine also, Richtung. Nicht in irgendeine Richtung, aber du sagst zum Beispiel Umsteigemöglichkeit zur H-Bahn in Richtung Eichlinghofen. So. Und, so. Ja, und in Ruhr konnte man die Ausfahrt noch irgendwo hinnehmen. Cool. Ja. Nee, aber Dortmund Universität fahren halt die H-Bahn in alle Richtungen. Nach vorne, dann rechts deswegen fahren. Die einfach sagt, Umsteigemöglichkeit zur S-Bahn-Linie S1, zu den sind anderen Buslinien sowie zur H-Bahn. Ja. Berlin ist auch neu. Und du denkst aber, da teilweise. Kommt was, aber da kommt nichts. Teilweise, ja. Sorry. Also die Vegetation hier der auffällt, ist schuld. Ist neu. Nee, teilweise die auffällt. Genau, neu. Der auffällt, ist schuld. Der auffällt, ist schuld. Fehlte ich verhalte mich unauffällig. Ja. Ich fahre dir ganz unauffällig drauf. So, Rüms. Also nicht Kravusch, sondern so. Rüms. Plöpp. Ruporator. Ja, nee, die ist zurzeit gesperrt. Oh, wir wollen noch. Guck mal da. Ach, genau, apropos. Ihr kommt ja dann gar nicht. Wir können gar nicht die Ansage. Ihr kommt da vor allem auch nicht umsteigefrei. Ja. Hm, okay. Ja. Das ist ja kein Problem. Wir fahren ja eh erstmal. Wir kommen ja eh erstmal am Hauptbahnhof an und da werden wir ja aufgesammelt. Fährst du 50? Ja. Jetzt. Josh. Ja, das ist richtig. Dann werden wir ja eh erstmal aufgesammelt. Und dann fahren wir zu Europa. Zum Europaplatz. Das ist witzig. Umleitungen sind sehr toll. Wo seid ihr alle? Einer roten Ampel. Euch. Das Auto heißt wieder vorbei. Klar, natürlich. Kann man mal machen. Jetzt sind wir in was für einem Kaff? Berlin. Ja, Kaff halt. Was für einem Kaff? In unserer Hauptstadt. Ist okay, Josh. Warum fahren wir überhaupt durch die Stadt durch? Keine Ahnung. Weil das Navi gefunden hat, dass der Weg hier kürzer ist. Wir haben noch das Beste gegeben. Wunderbar Berlin. Wir haben noch Beste gesagt. 3, 9, ja, genau, 10, die 8, linke 9, Spur 10. Zum rechts abbiegen. Oh, Leute. Also ich habe 13,55. Oh. Carsten? Ja? Wir können weiterfahren und 70 fahren. Das sagst du mir jetzt, wo du mich überholt hast. Sack. Da wollte ich nur wieder überholen. Ja, komm, ich fahr 65, dann kannst du mich wieder überholen. Rot! Und da ist Müll auf der Straße. Was ist auf der Straße Müll? Raven Group wünscht eine gute Fahrt. Stinkender, nutzloser Müll. Ja, guten Furz wünschen die. Ja, so ein guter Furz, also... Voll Idiot. Ja, da versuchte dann noch einer vorbeizufahren. Cleveres Kerlchen. Das ist der Wahnsinn. So, dann fahr ich mal neben ihn, James. Mach das, ich beschleunige mal ein bisschen langsam. Weil, dann ärgern wir den mal, der da hinten so. Versuch mal bei Grün zu kommen. Nee, warte mal, der wartet. Schade. Was hupen die da? Kommt ja gar keiner. Ich dachte, der kommt jetzt. Ja, nee, die warten, dass ich alle bei Rot, die sind so seriös. Ach so, ja, dann geht er. They are very serious. Bist du seriös? Ja, ist auch so ein Klassiker. Boah, ich hab den Güterwitz schon gar nicht mehr gebracht. Sind wir wieder alle hintereinander?
Ja, mehr oder weniger. Ich sehe jemanden hinter mir, ich weiß aber nicht, wo der... Das hinter dir ist jemand ein hinter dir bin gelber ich. Punkt. Ja, und dahinter ist da ein Punkt? Da ist der Josh. Ja, der daneben euch ja, ist, jetzt da ist sehe ich Josh. Den Punkt auch. Mhm. Josh mit seiner Partybeleuchtung hier. 90, ne? 90. 60. 90. Woo. Ja, warte mal, ich muss jetzt hier 95 machen, damit wir... Er muss ja Elefantenrennen machen. Er hat mich gerade fett genannt. Heute war ein sehr trauriger Tag. Ja, du kannst rüber. Achso, kann ich, ja, ich kann aber vorne nicht so wirklich rüber. Deswegen habe ich extra abgebrochen. Warum macht ihr denn den Blinker an? Da, also, ich wollte mich vielleicht überholen. Nee. Achtung, da kommt ein Auto. Auto, rechts Auto. Möchte man rausziehen? Nein. Jetzt den Blinker setzen. Ja, als ob. Nee, ganz ehrlich. Der, der fährt auch einfach rein. Der fährt einfach ja. Gegen Josh gegen. Gegen Josh gegen. Gegen Josh gegen. Ja, das ist einer, der möchte nicht, dass sie double trap. Du bist ein. Bist ein Arsch. Ein Kacktyp. Wie heißt der? Wie heißt der das rote Auto, was jetzt. Morau Alexandre. Okay. So ein Penner. Was für Pisser. Mein LKW ist kaputt. Ich wollte den rammen, aber das hat nicht geklappt. Rammen? Mhm. Rammen. Das ist auch ein Memory Exception. Auch. Das ist Hammer. Warte. Memory Exception, ich hab schon. Achso, oder kannst du auch? Mach mal. Wahrscheinlich kommt dann der Spieler wohl eh schon reportet. Ja, aber ich finde das echt sinnvoller, wenn man das so häufen oh, könnte. Dann macht das ja irgendwie mehr Sinn. Warte. Der hat 3298. Jetzt gerade habe ich die Expertise vor dem Herrn. Das ist ja der Wahnsinn. Der Spacko steht da noch, ne? Wir lassen da stehen. Nee. Doch, jetzt fährt er wieder. Jetzt fährt er weg. Ja, nachdem er mir dreimal reingefahren ist in die Front. Ich habe ihn ein bisschen aufgehalten. Ach, der ist wieder da. Wunderbar. Ja, ich war nur ein bisschen labil. Fong, Dings. Und da hat er den nächsten, der Penner. So ein Spacko. Weißt du, solche Leute habe ich ja ganz besonders lieb. Die connecten auf den Server, kaufen sich ein Auto und gehen allen auf den Sack. Deswegen so, bin ich kein Achtung. Fan von den Autos, deswegen mag ich die Dinger nicht. Weil auch gerade in der Anfangszeit, wo die Dinger neu waren, haben das halt viele einfach nur deswegen gemacht, um Leute zu fahren. Der nächste? Ja, nee, das ist der gleiche noch. Da sind Menschen auf der Autobahn. Ach so, ja, da fahr ich drüber. Ich wechsle schon mal die Autobahn und fahre auf den Standstreifen. Ich wechsle schon mal Skin. Ich schieße nicht, ich wechsle Skin. Nee, ich wäre gerade fast im Carsten, glaube ich. Oder wer schaut da gerade vor der Abfahrt quer? Das kann man auch schön Skin wechseln. Wäre ich fast hinten drauf gefahren, weil ich noch schreiben musste, was für ein Idiot das der Typ da ist. Der fährt schon wieder vor Carsten. Oder versucht es zumindest. Pass auf, lass uns den noch in die Zange nehmen. Aber jetzt gucken wir doch alle zu. Der ist schon wieder gegen Carsten. Der vor mir her. Und bremst! Will mich Brake testen, der Spacko, nur leider Carsten, komm, wir nehmen ihn in die Zange. Wir sorgen dafür, dass er zwischen uns fährt und dann... Und jetzt. Ja. Oh. Arschgesicht. So, mein Freund. Was machst du jetzt, du Spacko? Oh, jetzt fährst du rückwärts. Scheiße. Vorne nach links, nach links, nach links. Nach links. So, was machst du jetzt, du Spacko, ne? Jetzt kommst du nicht mehr durch. Jetzt haben wir hier Roadblock gemacht. Ach, habt ihr? Ja, sicher. Der kommt hier nicht mehr durch. Blocking. Na, was machst du jetzt? Moment, ich fahre auf dem Standstreifen ein Stück rückwärts. Ich möchte das gerne sehen. Der Carsten fährt ja weiter. Ja, er hat einen Motorschaden. Oh, das tut mir jetzt aber leid. Ist ja schade, ne? Ich solche Spieler hasse einfach. Er ist aber immer noch in der Nähe. Ja, aber der kriegt den Karren nicht mehr gestartet. Ist ja schade. Oh, ist das jetzt das Let's Play.
Wir haben den leider kaputt gemacht. Oh, oh Mann, den hätte ich jetzt so gerne. Es wäre jetzt voll schön gewesen. Man hätte mal eine nette Begleitung gehabt unterwegs. Ja, voll vor allen Dingen nett. Ja, vor allem, wir haben ja sonst nur uns. Wir sind alle scheiße. Ja. Der kommt nicht mehr, ne? Ich guck gerade. Nee, der kriegt den Karren nicht mehr an. Der kriegt die Karre nicht mehr angelassen. Finde ich aber gut, dass das quasi so ein natürlicher Selektionsmechanismus ist. Ja, irgendwann habe ich auch die Schnauze voll. Ganz ehrlich. Ja, definitiv. Nee, aber der wird trotzdem reported mit Aufnahmen.